Die geschnittene Lamelle, die wird unmittelbar nach der eigentlichen Augen, nach der eigentlichen Laserung wieder zurückgeklappt, wird ausgespült und man kann sich vorstellen, dass dort eine Saugwirkung entsteht. Stellen Sie sich vor, dass Sie zwei Scheiben Glas haben, dazwischen geben Sie einen Tropfen Wasser und diese zwei Scheiben sind auch unzertrennlich. Genauso verhält sich diese Lamelle an der Hornhaut. Natürlich kann ich unmittelbar nach dem Eingriff durch kleine Instrumentenbewegungen diese Lamelle verschieben, aber das wird auch im Verlauf der Zeit unmöglich oder schwer möglich. Insbesondere, weil es zu einer Wundheilung kommt am Hornhautrand und mit der Zeit kommt es zu einer Verwachsung der inneren Hornhautschichten. Aber das dauert bis zu mehreren Jahren.